Servus liebe Leute, mein Name ist Oliver Bellersheim und ich habe heute die Antonia mitgebracht. Und zwar werden wir euch heute den Superman Punch erklären und Variationen, die ihr damit schön kombinieren könnt. Ne? Würde ich sagen, legen wir los. Ne? Superman, du hältst mal ganz kurz hier. Superman Punch ist ja eigentlich jetzt ein gesprungener Schlag mit der hinteren Schlaghand. Ich mache es mal langsam vor, ihr steht hier, zieht das Knie nach vorne, als wenn ihr einen Frontkick machen würdet, macht ihr aber nicht. Und dann geht der Schlag nach vorne. Ne? Leicht abgesprungen sieht es dann so aus. Hochziehen, Umsprung. Ne? Es ist so eine Gegenbewegung. Erst zieht man hier die Bewegung entgegen und dann im Strecken hier wieder entgegen. Wenn man das mal üben möchte ohne Sprung, könnt ihr das gerne hier im Stand machen. Hochziehen, strecken. Ne? Wenn das Bein sich nach hinten streckt, streckt sich auch die Hand nach vorne. Macht es mal aus der Bewegung raus, dann könnt ihr das mal sehen, wie es ungefähr aussieht. Ab. Jetzt springe ich noch extrem hoch. Ne? Das solltet ihr eigentlich gar nicht erst so euch angewöhnen. Also macht bloß keinen Superman-Punch, der so aussieht. Ja? Wie bei Troja oder so. Ja? Wo man dann einfach hochspringt und dann wird er nach unten. Ihr müsst hier dicht in den Boden springen, weit nach vorne. Ich mache den nochmal vor. Von hier aus. Und nochmal. Schnell. Ja? Machen wir Wechsel. Turn einfach rein. Jo. Ich versuche den nicht so dicht an mir dran zu machen, sondern versuche so weit wie möglich wegzubleiben. Weil der Schlag hat ja auch einen Reichweitenvorteil durch den Sprung. Sehr gut. Noch einer. Okay, perfekt. So, jetzt Variation. Ihr könnt den kombinieren mit einem Frontkick. Halt mal kurz. Das heißt, ihr macht diesen Superman Punch. Lasst das Bein noch in der Luft, kriegt es sofort hoch, kickt nach vorne. Das ist kein Kick, der den anderen tötet, ja? Das ist einfach so, um den anderen wegzuschubsen, nachdem der eine oben gekriegt hat. Nochmal langsam. Eins, zwei. Geht in der Regel aber sehr schnell. Sieht dann so aus. Bereit? Okay. Und noch einmal. Antonio, auf den Kopf. Und eins, Kick. Sehr gut, wunderbar. Oder zweite Variante ist der Leberkick als Roundhouse Kick. Nochmal langsam. Eins, Oberkörper nach hinten legen und mit dem Schienbein auf die Leber. Nochmal langsam. Eins, zwei. Bisschen schneller. Immer schön aus der Bewegung üben. Schneller Sprung nach vorne. Auf. Letzte Mal. Du darfst, sollst, musst. Sehr schön, noch einmal. Okay, perfekt. So, das war's zum Thema Superman Punch, Variation. Übt das zu Hause oder eben im Verein. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Technik und tschüss.